Alarm am Freitag gegen 19 Uhr für die Feuerwehren in Langenbernsdorf und Umgebung. Ein altes Fachwerkhaus in der Trünziger Straße brannte. Das Haus wurde als Lager genutzt und war nicht bewohnt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe noch nicht geschätzt werden konnte. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr schwierig, da das Wasser über eine große Entfernung herangeschafft werden musste. Die Feuerwehren konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Bei diesem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlung zur Brandursache wurde von der Kriminalpolizei Zwickau aufgenommen.